Schulterschluss mit allen Beteiligten. Wir haben keine Alibis mehr. Es sind viele Dinge auf den Tisch gekommen, die auch nicht immer Spaß gemacht haben zu hören in allen Richtungen. Aber es hat uns geholfen, war so ein bisschen reinigend und ja, jetzt können wir uns hoffentlich zu 100% auf das Sportliche konzentrieren und können die Sache gegen Gommersbach angehen. Ja, absolut. Es geht für uns darum, Punkte zu holen. Es gibt keine, wir gewinnen nichts mit einem schönen Spiel oder mit der nötigen Bereitschaft. Wir müssen punkten. Wir werden irgendwann oder wir kommen in eine Phase, wo wir viele Mannschaften auf Augenhöhe haben. Aber bis dahin gilt es trotzdem, Punkte zu holen. Die wollen wir, die brauchen wir. Und damit wollen wir gegen Gommersbach anfangen. Also es wird im Handball nie ohne Taktik gehen. Die grundlegenden Tugenden müssen aber da sein. Und ich glaube, dass dieses Derby, dieser Charakter dieses Spiels automatisch die Jungs anstachelt, anspornt. Wir haben im Hinspiel ein sehr gutes Spiel in Gommersbach gemacht. Da so ein bisschen unseren Anfangs-Negativlauf unterbrochen. Damit eine Welle oder eine positive Serie gestartet. Wir wissen, dass die Halle rappelvoll sein wird, da freuen wir uns sehr drauf, da werden wir sehr viel Unterstützung bekommen. Wir wollen einfach die Energie des Publikums aufnehmen und die dann natürlich auch zurückgeben. Und dann ist das natürlich auch ein Spiel des Willens und der Überzeugung. Ja, aber wahnsinnig viel, also dieses Erfolg, wir rennen diesem Erfolgserlebnis hinterher, wir wollen dieses Erfolgserlebnis. Wir brauchen es auch für unsere Moral, für das, wofür wir stehen, wie wir weiterarbeiten wollen. Und es ist natürlich immens wichtig, dass wir so schnell wie möglich 2 Punkte holen.